Heute in den News. Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe wieder verfügbar. Außerdem Rekordabsatz. Wärmepumpenbranche beweist Leistungsfähigkeit. Und neues Livestream-Format. Wir präsentieren euch das SHK-Quiz am Mittwoch. Und damit herzlich willkommen zu den News heute am 30. Januar 2024. Wir starten mit unserer ersten Nachricht. Es geht um die Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe. Diese ist nämlich wieder verfügbar. Die im letzten Jahr aufgrund der Haushaltssicherung pausierte Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe ist wieder verfügbar und Anträge können wieder gestellt werden. Mit der über das BAFA organisierte Förderung wird die Teilnahme an Kurzschulungen und fachpraktischen Anleitungen zum Thema Wärmepumpe im Gebäudebestand gefördert. Bis zu 250 Euro pro Schulungstag und Person stehen zur Verfügung. Wichtig ist, dass die Schulungen nur dann förderfähig sind, wenn diese von einem Anbieter durchgeführt werden, der beim BAFA gelistet ist. Anträge können zum Beispiel von Handwerksunternehmen, der Heizung, Klima- oder Elektrobranche sowie von Schornsteinfegern oder Kältetechnikern gestellt werden. Das Antragsverfahren läuft über ein elektronisches Formular, welches vom BAFA zur Verfügung steht. Die förderfähigen Schulungen beziehen sich auf die Themengebiete Planung und Auslegung von Wärmepumpen, Durchführung von hydraulischen Abgleichen oder die Instandhaltung von Anlagen. SHK Info bietet übrigens im Rahmen der SHK Academy ebenfalls förderfähige Schulungen an, zum Beispiel die Ausbildung zum Sachkundigen für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645. Diese Schulung geht über 2 Tage und endet mit einer Prüfung. Alle Informationen zu der Ausbildung und zur Förderung sind auf shk-academy.de zu finden. Die Seite ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir zu unserem zweiten Beitrag. Rekordabsatz. Wärmepumpenbranche beweist Leistungsfähigkeit. Mit 356.000 Geräten wurden laut BDH und BWP Absatzstatistik so viele Heizungswärmepumpen wie noch nie in der bundesdeutschen Geschichte durch die Hersteller verkauft. Damit wächst der Absatz im zweiten Jahr in Folge um mehr als 50%. Der Branche ist dennoch kaum zu feiern zumute. Denn trotz des Rekordjahres wird sich die gute Dynamik voraussichtlich nicht fortsetzen. Der Verband fordert Nachbesserungen von der Politik beim Strompreis, um den notwendigen Wärmepumpenhochlauf konsequent fortzuführen. Im zweiten Halbjahr 2023 gab es zuletzt einen Rückgang der installierten Wärmepumpen aufgrund der Diskussion rund um das Gebäudeenergiegesetz. Die Wärmepumpenbranche hat dennoch gezeigt, dass sie in der Lage ist, die für die Sektorenziele im Gebäudebereich notwendigen 500.000 Wärmepumpen pro Jahr herzustellen und zu installieren. Und unsere dritte Meldung heute in eigener Sache. Wir präsentieren euch das SHK-Quiz am Mittwoch. Wir möchten euch unser neues Format am Mittwoch vorstellen. Das SHK-Quiz ist ein Livestream auf dem YouTube-Kanal SHK Info, an dem die Zuschauer per Smartphone am Quiz teilnehmen können. Während dem Stream werden 5 Fachfragen gestellt, die es zu beantworten gilt. Wer die meisten richtigen Antworten gibt und am schnellsten die Lösung hat, gewinnt einen Wärmepumpen-Wartungskoffer. Das SHK-Quiz wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Fissmann. Neben der Vermittlung von Wissen rund um die Themen Sanitär, Heizung und Klima steht auch das Rätseln und Mitmachen im Vordergrund der Sendung. Das SHK-Quiz wird regelmäßig mittwochs um 19 Uhr stattfinden. Bereits morgen findet die Premiere des ersten Quiz statt. Um am Quiz teilnehmen zu können, müsst ihr natürlich live dabei sein. Wir freuen uns auf euch und das waren unsere News heute am 30. Januar. Bis bald!